Willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 4, Hearth Thieves End. Freunde, ich werde unterbrochen. Neben der Höhle. Ja, aber wir sind wohl die Ersten hier drin. Gut, wir sind in der Höhle angekommen, die wir im vorletzten Part gesehen haben. Boah, kalt. Ja, ich würde doch nicht einfach so reindatschen. Aber scheint dir nicht zu interessieren, was halt so... Oh, da würde ich aufpassen. Am besten nicht direkt daran drunter vorbeigehen. Ja, außenrum klingt gut. Ist denn irgendwo ein Schatz? Ich sehe nichts leuchten. Okay. Na, hier durchquetschen. Hier durch. Zack. Glück habe ich nur leicht gefrühstückt. Gruselige Dismas-Statuen? Na klar. Steinstufen, okay. Na klar. Nathan, ich glaube, wir sind in einer Piratenhöhle. Okay. Dann wollen wir mal, wir gehen hier sicher außen rum, statt da runter zu springen. Oh, ist das eine Tür? Ja. Ganz danach aus. Das ist cool. Ja, das ist sehr cool. Naja, gehen wir mal zur Tür. Was kann ich hier so Schönes machen? Hier, sieh dir das an. Ich weiß nicht, ob das klug ist, einfach da reinzugreifen. Oh. Hier drin ist ein Griff oder sowas. Na dann zieh mal dran. Was? Und wenn es eine Falle ist? Du bist doch schon drin. Was kann denn schon passieren? Ich könnte die Hand verlieren. Ich verliere meine Hand. Dann kriegst du einen Haken. Jetzt zieh dran. Haken. Okay, dann mal los. Ernsthaft? Hallo, hallo. Wie cool. Interessante Einrichtung. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Tja, ich nehme an, Avery war ein besserer Pirat als Dichter. Das ist nicht von Avery. Was meinst du? Hier. Das ist der Rhode Island Pirat. Thomas Two? Ja, aber er kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber Two starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Falls das wirklich Twos Zeichen ist, was hat er dann mit all dem hier zu tun? Eine verdammt gute Frage. Wir sind hier, um das rauszufinden. Was glaubst du, wie diese Typen Kapitel 9. Wer würdigt es? Die unwürdig sind, denke ich. Ich glaube, Avery oder Thomas Two will uns nur Angst machen. Zum Glück sind wir knallharte Schatzsucher. Ja, zum Glück. Zum Glück. So, Moment. Was hatten wir hier? Das haben wir schon gesehen. Das auf der rechten Seite ist neu. Was steht denn da? Wasserrad als Antrieb, Aufzugssystem, versunkenes Schiff. Wow, absichtlich versenkt? Fragezeichen. Haben sie ihr Schätzchen aufgestellt und die Schiffe versenkt? Bla bla bla. Piratenweg. Okay. Interessant. Und was haben wir hier? Tyrus Sign? Soll das Sign heißen? Da fehlt doch irgendwas. Sigil? Okay. Was macht der hier in Schottland? Wer würdigt? Bla bla bla. Okay. Sigil. Okay. Ich sehe das Wort zum ersten Mal. Was soll's? Oh Gott. Müsst ihr hier alles kaputt bomben? Moment. Hier noch ein bisschen angucken. Nichts, nichts. Na gut, ich gehe nach hier. Macht keinen Unterschied. Okay, die Brücke stürzt ein. So sicher wie die anderen. Bis jetzt hat sie gehalten. Berühmte letzte Worte. Ja. Berühmte letzte Worte. Okay, sie hält. Los. Diese Brücken sind nicht vorschriftsmäßig gebaut. Na klar doch. Piratenvorschrift. Nicht schlecht. Okay. Oh nein. Jetzt noch steil. Okay. Ab. Puh. Da bin ich schon Profi. Also, okay. Du diesen Ort mit Avery erbaut. Ich verstehe das nicht. Ach, ich auch nicht.
Avery versteckt seinen Schatz. Warum weiht er einen anderen Piraten ein? Vielleicht war der für ihn Teil seiner Mannschaft. Vielleicht hat er ihm so ein Dismas-Kreuz geschickt. Ja, vielleicht hat Tu den Schatz eingesackt. Sag das bitte nicht. Dann war doch was. Wir werden es bald herausfinden. Ja gut, interessiert mich auch. Was hat das alles auf sich? Ha, ha, ha. Und es war erstaunlich wenig Rafe bis jetzt zu sehen. Da kommt doch noch 100 pro was. Ich glaube, da muss ich rüber. Das heißt, ich gehe hier lang. Oder muss ich hier rüber? Ach, ich verstehe das Spiel nicht. Es gibt viel zu viele Wege. Also zurück gehen wir nicht da lang. Ja. Wenigstens sind wir nicht in eine Grube gefallen oder so. So wie in Uncharted 2. War das 2? Ich glaube, das war 2. Da ist man ja in so eine komische Giftgrube gefallen. Ah. Puh. Das ist Raffini. Kann man wohl sagen. Okay, raus hier. So. Noch ein Hebel. Okay. Jetzt ist die Frage, was soll ich mit diesem Hebel machen? Wahrscheinlich irgendwie daran drehen. Mal gucken. Ja, ich zieh nur schnell die Hand da raus. Oh. Himmel. Autsch. Ein ziemlich ausgeklügelter. Hilfe. Ja. Und der Typ hat wohl nicht bestanden. Machen wir es besser. Ach so, da muss wohl Wasser rein. Da ist etwas. Ein Eimer. Und hier haben wir Wasser. Eimer voll. Gut, gib ihn mir hoch. Hier bitte. Ich stelle ihn zurück auf das große Rad. Mach das. Und jetzt muss ich daran drehen. Für den Typen sah das aber nicht so gut aus. Okay. Okay, ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Ist da was mit den drei Kreuzen? Ja, das sind Jesus, unser guter Dieb Dismas und der böse Dieb Gestas. Dann ist das weiße Kreuz Dismas. Und das schwarze ist Gestas. Okay. Sonst noch irgendwelche? Nee. Okay. Das heißt, Jesus muss in die Mitte, Dismas nach da unten links und der andere nach da rechts. Na gut. Nathan. Bist du dir ganz sicher? Bis gerade schon. Was sollen wir denn sonst machen? Ach so. Ach so, okay. Moment, Freunde, ich hab's. Flup, flup. Dann. Nein. Das hier dreht das. Ach so, ich kann ja sehen, welches was dreht. Okay, Moment. Du musst erstmal nicht dahin, sondern. Dahin. Dann drehen wir den guten Jesus nach unten. Nein, nach. Moment. Ja, was mache ich denn jetzt? Okay, Moment, ich glaube, ich habe da was. Habe ich da was? Okay, und der Eimer muss nach oben. Sehr gut, ich hab's. Hey, oben hat sich was bewegt, als du den Eimer draufgestellt hast. Ein Kanal verläuft vom Mechanismus zur Tür. Okay, Eimer oben ist also gut. Lass ihn da. So, dann wollen wir mal. Bitte lass mich am Leben. Bitte lass mich am Leben.
Yeah! Okay, siehst du? Nate Kulasch, kein Nate am Spieß. Sehr gut. Wenn das also ein Test war, was wurde dann genau getestet? Ein Eimer füllen? Ich müsste vom heiligen Dismas wissen, über den Avery und seine Mannschaft bestimmt alles wussten. Kein allzu schwerer Test. Vielleicht ist das nicht der einzige. Okay. Okay, okay. Sehr interessant, wo nach sich das anfühlt. Ah. Warum weißt du, wie sich das Anfassen eines Gehirns anfühlt? Okay, da springe ich lieber nicht lang. Immer den sicheren Weg gehen, Freunde. Immer den sicheren Weg. Muss ich da hin? Ich schätze ja. Wow, sei vorsichtig. Da wollen wir auf jeden Fall nicht runter. Ja, ich weiß, sieht schon ziemlich cool aus. Die Frage ist, wer hatte die Zeit, das alles hier aufzubauen? Und die Kraft dazu, oder generell die Fähigkeit dazu, das, guckt euch das mal an. Wer baut denn sowas? Ich meine, ich weiß, früher hatte man es mehr so mit dem Bauen. Ich meine, heutzutage ist alles irgendwie nur noch ein kleines Viereck. Früher hatten Gebäude noch Stil. Wow. Zack. Autsch. Oh. Achtung, mein Freund, Achtung. Komm ich da hoch? Nee. Okay, ich kann nach da oben, aber warum will ich nach da oben? Okay. Wir müssen bestimmt hoch zur kaputten Brücke. Ja. Gute Idee. Suchen wir einen Weg hoch. Willst du mit zur Leiter hoch? Na klar. War da gerade? Da leuchtet ein Schatz. Die Frage ist, wie komme ich an den ran? Ah, ich kann da runterklettern. Okay. Wie helfe ich dir denn zur Brücke, mein Freund? Achso, da meinst du. Komm hoch. Zack. Sehr schön. Okay. Ich habe hier oben was für dich. Ja, hast du? Ah, ich sehe es. Versuche mit der an die Heilbegriffe in der Mauer dazu kommen. Gute Idee. Schlag mich nur nicht damit. Wie kommt diese Kiste hierher? Naja, was soll's. Frage ich einfach mal nicht. Na komm. Zack. Und hier an die Wand. Bam. Sehr schön. Dann kommen wir hier hoch. Und da entlang. Bin direkt hinter dir, Bruder. Bin direkt hinter dir. Oh. Die machen es einem echt nicht leicht, oder? Das war bestimmt leichter, als die Brücken und Stege noch nicht kaputt waren. Wir sind wohl ein paar Jahrhunderte zu spät dran. Ja, wie es aussieht schon. Hey, die Decke hier ist niedrig. Pass auf dein... Au! Ja, ich pass auf meinen Au. Ach, echt jetzt? Was? Soll ich langsamer machen? Hier lang. Hier durch? Ah. Ich sehe hier ein Licht. Na gut, ich lasse die Ratten mal alleine. Hallo. Oh, Katakomben. Oh, das ist logisch. Unter einer Kathedrale. Hm. Komm, jetzt laufen wir hier durch. Noch mehr Ratten. Kann ich hier eigentlich erschießen? Wow. Ja gut, finden wir es. Ne, geht nicht. Schade. Aber auch gut. Naja, was soll's. Wo sind wir auf einmal hin? Oh Gott. Die mit ihren Explosionen. Zack! Okay, hier rüber. Was ist da? Hey, warte. Hör mal. Was Erwähnenswertes von den Schlafsälen? Nichts, abgesehen von ein paar Grabsteinen mit klugen Sprüchen. Und die Grabungen am Kapitelsaal? Abgeschlossen, Ma'am. Im Nordwesten haben wir auch alles aufgegraben. Was ist mit dem südlichen Gebiet? Noch nicht. Es dauert einen Tag, den Kran dahin zu schaffen. Nadine? Dann tun Sie das. Und fangen Sie schon mal ohne Kran an. Ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Rafe, hattest du Glück mit den Manuskripten? Können wir kurz reden?
machen Sie Meldung. Ja, Ma'am. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Hast du ihn gesehen? Nein. Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war, nachdem sie ihn entdeckt hatten. Meine Männer waren etwas unbekümmert. Sie sind wie 100 bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in 2 Tagen größere Fortschritte gemacht als wir in Monaten. Fortschritte? Schutt bringt mir nichts. Okay. Okay. Danke. Ich sag Ihnen, Sie sollen dich warnen, bevor Sie den Vorschlaghammer rausholen. Oder Sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die Sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein, wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein! Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte, für den Fall der Die Auktion Fälle. War die sauberste Art, aber das Kreuz zu bekommen. Aber statt auf mein Bauchgefühl habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Vielleicht stimmt das. Der Punkt ist, ich bin die saubere Tour leid. Ist der Schatz hier, finden wir ihn. Und wenn nicht, tja. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Nimm's nicht persönlich. Na klar. Ich sag dir Bescheid, falls wir was finden. Halten wir uns lieber ran, bevor die den Schatz in Stücke sprengen. Oder anfangen rumzuknutschen. Hey, warte. Glaubst du, sie hatte recht? Womit? Dass Rafe dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt? Ist doch unwichtig. Ja, würde ich auch sagen. Ja gut, aber Freunde, ich mach mal hier Schluss mit der Folge. Passt so schön. Dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Die wohl gesprochen haben. Von dem, der mir gerade drin sitzt. Sein, denn außer uns ist hier niemand. Ja gut, Leute, ich will den Part beenden. Hört auf, mich zu unterbrechen. Gut, das war's für heute. Mein Name ist Vitus und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.